Wo sprichst du denn schon wieder? Ramm die Kabel zum! Die da! Ja, ja, mach ich. Hey, was ist denn dich für uns Drecksfaschisten? Passt dir das so? Was gescheit? Das kannst du eh hinhängen oder so. Möchtest du es auch sehen, wie das geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal Berufwut. Heute geht es um die verteifelten Verlängerungskabel und Kabeltrommel. Ich habe nämlich das Gefühl, keiner mehr in Deutschland kann das. Dabei ist das gar nicht so schwer. Also erst müsst ihr es einfach einmal ausdrehen. Und wenn dann sicher nicht Knöpfe drin sind, das muss man halt dann einmal rauszahlen und dann passiert das in Zukunft gar nicht mehr. Weil das. Da passt der Strom gar nicht mehr durch. Das ist ja krank. Ja, das ist jetzt eh schon ordentlich. Da haben wir noch ein wenig ein Problem. Und da, in der heutigen Zeit, spielt eine Kreativität eine große Rolle. Du darfst jetzt ganz kreativ entscheiden und du auch, ob du das Mandal oder das Weiberl in deine linke Hand legst. Ich zeige jetzt das für Rechtshänder. In die linke Hand, das mit der rechten nehmen, die Größe und die Länge, das kriegst du gleich raus. Und dann gehört das nicht einfach zugelegt, sondern beim Zurlegen also einen kleinen Dreh dem Ganzen geben. Das heißt, ich nehme das, dann zeige ich es da dazu und mache so einen Dreh. Das nächste Mal wieder nehme ich es, dann ist es so gezogen, und beim Zurling mache ich so einen Dreh. Das Ganze mache ich jedes Mal. Und so schaut, und so kriege ich jetzt Kabel hin. Da nehme ich ein Stückchen Draht, kein Kabelbinder, weil den muss ich jetzt mal aufschneiden. Drehe das da ein paar Mal rundum und schon kann ich das wunderbar aufhängen und zwar jedes Mal gleich. Das gleiche Kasperl bei den Kabeltrommeln. Wirklich. Ich bin jetzt 33 Jahre auf die Baustellen, aber glaubt ihr, das ist der absolute Wahnsinn, was da draus gemacht wird. Wisst ihr, was das Wichtigste ist beim Kabeltrommel zusammenrollen? Als allererstes einmal ausstecken. Nicht, dass irgendwo in der Trommel irgendeine Verletzung ist. Und auf jetzt die gute Edi Metallkabel drum unter Strom steht. Andererseits da oft nicht schon ein kleines Schlagerl, dann wurde ein kleiner wenig schneller auf die Baustelle. Ich zeige das jetzt auch absichtlich mit einem alten und nicht mit einer neuen. Die stellen wir jetzt in den Boden hin. Drehen wir es einmal ganz rüber. Jetzt müssen wir mal sehen. Da steige ich mit dem Fuß einmal drauf. Mit der linken Hand nehme ich das. Drehe ich das um. Da steige ich mit dem linken Fuß drauf und dann tue ich da ein Ding, eine Umdrehung, einen Klang nach und an. Und schon ist das sauber aufgeräumt. Und wenn man eine gescheite Kabel drum hat, kann man es auf der hinteren Seite arretieren und dann rollen sie das auch nicht von selber wieder ab. Da wir jetzt schon wissen, wie es zusammenräumen geht mit dem Zeug, zeige ich euch das nächste Mal, wie man so eine Kabel drum richten kann. Also nicht vergessen, Kabel sauber und ordentlich zusammenräumen. Kabel drum das gleiche. Immer das gleiche. Da gibt es keine Achter drin. Immer das gleiche, immer sauber. Fühlt euch gut von meinem Kanal. Berufwut.